Willkommen in unserem Stuhlkreis, nimm dir einen Platz, setz dich gemütlich hin. Mein Name ist Andrea und ich bin kerzensüchtig. Heute habe ich für euch die Kerzen-Challenge November. Die geht auf Instagram rum, die hat die Illuminated by Candles ins Leben gerufen. Sie hat sich die ausgedacht und das haben auf Instagram auch viele mitgemacht. Ich habe die ersten paar Tage noch mitgemacht und dann wurde es mir leider zu viel und ich bin nicht hinterhergekommen. Und da habe ich mir überlegt, ich mache sie jetzt zusammen hier mit euch. Seid eingeladen, macht es auch. Erwähnt bitte die liebe Illuminated by Candles, weil von ihr stammt diese Idee. Und dann legen wir einfach mal los. Der erste Tag. Nach Halloween ist vor Halloween. Zeige deine liebste Halloween- bzw. Kürbiskerze. Meine liebste Halloween-Kerze ist die Candy Corn aus der diesjährigen Halloween-Edition von Goose Creek. Und sie riecht lecker, süß und dekadent und kürbislastig auch, aber auch sahnig und die ist einfach nur lecker. Und als Gegensatz dazu habe ich noch was für euch. So, dann möchte ich euch noch die Witch's Cauldron zeigen. Die ist auch von Goose Creek aus der diesjährigen Halloween Collection. Aber die ist komplett anders. Das ist eine richtige moosige Waldkerze, die aber ganz viel Rauch beinhaltet, ganz viel Patchouli. Also die hatte ich zu Halloween an, aber die geht auch wirklich nur um die Tage darum. Da muss man in der Stimmung sein. Das ist eine wirklich besondere Kerze, sagen wir es mal so. Also die kann man nicht jeden Tag, die geht einem dann auf den Geist. Aber so für Halloween-Fete, wenn man die wirklich macht, da wäre die gut im Hintergrund. Thema des zweiten Tages ist Fall into Autumn. Zeige deine herbstlichste Kerze. Ja, und herbstlich sind die Kerzen alle, aber ich habe mir jetzt mal rausgesucht, damit man mal was anderes hat, als was ich auch die nächsten Themen zeigen werde. Und zwar ist das der Autumn Walk aus der Elevation-Serie von Yankee Candle. Und also ich denke, es gibt Kerzen, die mehr nach Spaziergang riechen. Das ist eine Kerze, die riecht wirklich schon eher nach den Hölzern, nach, ja, die ist gemütlich und so. Die riecht jetzt nicht wirklich nach Laub oder sowas. Deswegen werde ich die nicht am Spaziergang zeigen. Aber es ist eine ganz tolle Herbstkerze. Tag 3, Thema ist Tag des Nichtstun. Zeige deine gemütlichste Kerze. Die Bedtime Stories. Alternativ würde ich natürlich auch alle anderen Marshmallow-Kerzen zeigen und es gibt auch viele andere gemütliche Kerzen, aber allein dieses Label ist für mich auch Gemütlichkeit pur und der Duft ist einfach nur schön. Tag 4 ist die Herbstsonne. Welche Kerze strahlt mit der Sonne um die Wette? Das war nicht so einfach, aber ich zeige euch einfach nochmal die Candy Corn, weil die hat wirklich, schaut euch dieses Wachs an. Wobei, eine Kerze habe ich neu, die kann ich euch jetzt zeigen. Ich denke, die Sunkissed Thistle ist mit ihrem Label, wo hier die Sonne auf die Disteln strahlt, ein ganz tolles Thema noch dafür. Tag 5. Und das war der Wahltag in Amerika wohl oder sowas. Und deswegen sollen wir auch Partei ergreifen für unsere liebste Kerzenmarke. Ich habe zuerst geliebäugelt mit Kringel, weil ich doch mittlerweile die Düfte ganz gerne mag. Aber eigentlich habe ich erst zwei Hausformer davon und die brennen bei mir auch eher selten, weil ich sie noch schone. Ganz ehrlich ist eigentlich Yankee Candle
mein Favorit geblieben. Und eigentlich mag ich von den Düften Goose Creek auch sehr, sehr gerne. Aber da stört mich ein bisschen, dass ich die nicht normal abbrennen kann, sondern immer unter den Wärmer stellen muss. Und dadurch wären sie ja doch mit dem Abgießen oder mit der Spritze abnehmen. Die brennen wirklich runter, sind dann irgendwann weg und es tut einem dann zwar leid, aber sie werden auch mal weniger. Und das habe ich bei Goose im Moment nicht so das Gefühl. Die habe ich zwar auch an, aber dadurch, dass ich der Reihe nach irgendwas brenne, kommt mal die eine oder andere dran und ich muss noch nicht wirklich viel abnehmen, deswegen sehen die alle noch wie neu aus. Und die Yankee Candles, die werden halt wirklich weniger und irgendwann habe ich wieder Platz im Regal. Tag 6. Das schönste Label im Herbst. Da wir die totalen Tiermenschen sind, habe ich mir dafür die Pile of Leaves rausgesucht. Ich finde den Hund einfach schnuckig und es ist eine Herbstkerze, die einen auch wirklich an draußen erinnert und ich finde dieses Label einfach grandios. Tag 7, Autumn Leaves. Forme ein Blatt aus deinen Kerzen, aus den Farben Gelb, Rot, Braun, Orange. Ja, mal gucken, wie wir das hinkriegen. So, und jetzt versuchen wir das mal mit dem Blatt formen. Wir beginnen einfach mal. Tag 8. Mein Liebling aus der derzeitigen Herbst-Winter-Kollektion. Gut, ich nehme jetzt wirklich, wir haben eine Herbst-Challenge, ich nehme einen Herbstduft. Winter würde ich bestimmt auch einen finden, aber ich entscheide mich für den Herbst. Und da entscheide ich mich für den Dried Oak and Lavender. Den hatte ich schon ein paar Mal an, so. Ganz trennen kann ich mich von dem nicht, deswegen brennt er nicht zu häufig. Aber ich habe auch noch Votive davon, die kommen dann eher mal dran. Der wird noch ein bisschen geschont, aber an war er schon. Ein ganz toller Duft. Tag 9, das Thema ist Fall Essentials. Setze eine Kerze mit deinen Lieblings-Fall Essentials in Szene. So, zu den Fall Essentials gehören auf jeden Fall meine Eichhörnchenboots, ein warmer Schal und meine Golden Chestnut. Tag 10, Tag der Erfinder. Kombiniere zwei Kerzen. Ich denke, das schreit nach meinem Lieblingsduft, den ich euch vorhin ja schon gezeigt habe. Und in der Kombination würde ich gern den French Lavender anmachen. Ich denke, die zwei, Lavender Vanilla, ist ein Duft, den ich sehr gerne mag. Und den würde ich mir so auch ins Haus holen. Mit den Gewürzen und was hier noch bei ist.